Wir hier in der Grenzregion haben ja jetzt nun besondere Beziehungen zu unseren Nachbarländern und auch zur EU, denn wir erleben im Endeffekt die Probleme, die es in der EU gibt, täglich. Sei es, dass man in Belgien wohnt und in Deutschland arbeitet, sei es, dass wir grenzüberschreitende Feuerwehreinsätze haben und man merkt auf einmal, ach, die Schläuche der Niederländer passen nicht an die Hydranten in Deutschland. Die sind behoben, die Probleme, die gab es aber noch vor kurzem. Das Ziel, was die Städteregion ja, und jetzt komme ich zu dem Thema Städteregion, was wir ja von der FDP mit der Städteregion favorisieren, ist der Eurodistrikt. Die Städteregion ist im Endeffekt Zusammenschluss Stadt und Kreis Aachen, eine größere Gebietskörperschaft. So, damit kann es aber nicht aufhören, sondern wir wollen die Zusammenarbeit mit Parkstadt Limburg und mit der deutschsprachigen Gemeinschaft, soweit es von denen auch gewünscht ist, verstärken. Die deutschsprachige Gemeinschaft arbeitet ja auch sehr intensiv schon mit Luxemburg zusammen. Es gibt die Region Saarlouis-Lux und da gehört auch Ostbelgien zu. Ostbelgien als eigene Region innerhalb der des Bundes in Belgien. Ich glaube, dass über kurz oder lang für uns hier in der Städteregion ein Zusammenschluss ohne Parkstadt Limburg und ohne die deutschsprachige Gemeinschaft nicht zum Erfolg führen wird. Wir können jetzt nicht aufhören und auch die Erweiterung möglicherweise nach Düren, Heinsberg oder Euskirchen würde uns nicht den Erfolg bringen, den, das hat Uli schon gesagt, eben wir mit einer grenzüberschreitenden Region hätten. Die grenzüberschreitenden Regionen, wir sehen sie jetzt teilweise mit dem Projekt Internationale Gartenausstellung 2017. Wir sehen es mit dem Campusprojekt, wir haben es mit der Euregionalen gesehen. Viele Projekte, die grenzüberschreitend arbeiten und Campusprojekt ist ja auch eins. Das heißt, auf der einen Seite werden da zwar neue Ansiedlungsgebiete ausgewiesen, aber wir wollen ja die Zusammenarbeit der Universitäten von Aachen, Maastricht und Lüttich. Und der Westbahnhof, der ja im Rahmen des Campusprojekts da errichtet wird, neu ausgebaut wird, wird ja so eine Schaltstelle, ein Wissenschaftsbahnhof. Und wir haben die besten Voraussetzungen hier in der Region, um unsere Städteregion zu einer 1A-Wirtschaftsregion und Wissenschaftsregion innerhalb der EU umzuwandeln, zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Und die ersten Schritte sind getan. Wir werden von FDP alles daran setzen, um das grenzüberschreitend weiterzuentwickeln, werden also nicht an der Grenze aufhören und werden uns auch nicht damit zufrieden geben, dass wir sagen, wir machen das eine oder andere Projekt mal grenzüberschreitend.